willkommen, liebe Zuseher zu Hause bei VfR TV. Wir senden die besten schwarz-weißen Grüße hier aus Spanien, genauer gesagt aus La Manga, dem aktuellen Winterquartier unserer Profis. Das Ganze noch bis morgen Nachmittag, denn dann geht es auch schon wieder auf die Heimreise nach Aalen. Dort erwartet uns winterliches Wetter und wir nutzen diesen letzten Abend traditionell zu einer kleinen Bilanz dieser Tage hier in den doch etwas wärmeren Gefilden, als es in Deutschland der Fall war. Begrüßt bei mir ganz herzlich unseren Chefcoach Peter Vollmann. Hallo. Peter, ich habe es gerade gesagt, die 7 Tage sind in Windeseile schon wieder rumgegangen. Auf was freust du dich denn am meisten, wenn es wieder nach Hause geht? Ja, erstmal freue ich mich, dass wir hoffentlich keine Verletzten haben, dass das so bleibt, wie das bisher der Fall ist, dass wir alle gesund und ohne Krankheit zurückkommen und dann wird regeneriert, dann wird Pause gemacht und am Dienstag beginnt dann die Vorbereitung auf Osnabrück und auf das Osnabrück-Spiel freue ich mich. Ich habe es gerade eben schon angerissen, du freust dich sicherlich nicht auf die Bedingungen. In Aalen, denn da haben uns heute schon Bilder aus dem Stadion erreicht. Der Platz ist komplett mit Schnee bedeckt, das wird auf den Trainingsplätzen nicht anders aussehen. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die letzte Woche nutzen wirst, um die Mannschaft dann, so gut es eben möglich ist, auf das Osnabrück-Spiel vorzubereiten? Ja, ich denke, das ist einfach in Deutschland jetzt, wahrscheinlich trifft es viele, die letztendlich in der dritten Liga unterwegs sind, dass eben keine optimalen Trainingsbedingungen sind. Wir haben 2 Kunstrasenplätze, die werden wir versuchen vom Schnee zu befreien, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Und letztes Endes haben wir auch noch eine Halle, wo wir möglicherweise reingehen können und wir müssen unter erschwerten Bedingungen dann klarkommen. Wie die ganze Saison schon, irgendwie ist alles nicht so einfach, sondern wir müssen mit den Bedingungen klarkommen und das werden wir auch und werden hinterher nicht dann sagen, nur weil die Plätze schlecht waren in Aalen, beim VfR, sondern wir werden uns ganz konzentriert auf Osnabrück vorbereiten und alles verdrängen, was uns irgendwie stören könnte und wenn es auch das Wetter ist. Und das ist, denke ich, für mich die beste Ausgangssituation, die wir schaffen können für Osnabrück. Die Verhältnisse hier in Spanien, das muss man sagen, waren wirklich hervorragend. Klimatischer Art, die Plätze waren sehr, sehr gut. Was nimmst du mit aus dieser Zeit hier in La Manga? Ja, erstmal gebe ich dir recht, dass wir sehr, sehr gute Bedingungen hatten. Und ja, ich nehme mit, dass wir hier alles das machen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Alles immer in Anführungsstrichen, alles geht nicht. Aber ich denke, dass wir das, was wir uns fußballerisch vorgenommen haben, auch wenn die Testergebnisse nicht für uns optimal waren, trotzdem kommen wir mit einer Menge Selbstvertrauen hier aus dem Trainingslager raus, weil wir genau wissen, es haben auch viele Dinge funktioniert. Und wenn ich jetzt auch unser letztes Spiel Sion anspreche, ja, da kann es eigentlich nur einen Sieger geben, das waren wir. Aber da wissen wir auch, dass wir da noch nachsetzen müssen in puncto Torkonsequenz, Torabschluss, dass wir da einfach noch Defizite haben und das spielt aber nicht nur an unsere Stürmer. Wichtig, wir haben sie rausgespielt und jetzt muss auch der letzte Akt kommen, dass wir dann auch diese Chancen, die wir uns erspielen, dann auch in Tor ummünzen müssen. Aber ein Phänomen, das uns nicht nur hier im Trainingslager begleitet, eben auch schon die ganze Hinrunde. Das kennen wir genau. Du hast angesprochen, nach den Testspielen, dass die jungen Akteure dich positiv überrascht haben. Haben sie sich ein bisschen mehr an die erste Elf herangespielt? Ich denke, das war auch wichtig für dieses Trainingslager, dass diese jungen Spieler seit dem Sommer irgendwo auch einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und dieser Schritt, der ist vollzogen worden. Ja, wir haben zum Beispiel Ruben Reisig, hat dieses Spiel, was er gegen Würzburg gemacht hat, hervorragend gemacht. Steffen Kienle hat die Situation hervorragend gemeistert. Und insofern haben wir noch mit Nico Zahner, mit Ren Hoccia Spieler, die im Mittelfeld natürlich eine denkbar schwierige Situation haben. Ja, im Grunde genommen, wir haben jetzt immer hier im 4-4-2 gespielt. Ja, da fällt diese 10er-Situation flach, wo beide eigentlich hier zu Hause sind. Aber trotzdem müssen wir auch und werden wir auch in manchen Spielen auch umstellen, kurz auf eine 10er-Situation. Und deswegen war für mich wichtig, der Schritt ist getan. Und den letzten Schritt, den müssen die Jungs bis zum Saisonende machen, wo wir dann in der Situation kommen, wer geht, wer bleibt, wer hat die beste Perspektive. Und das ist an jedem Saisonende so, dass wir auch dann
die neue Mannschaft formieren müssen und dann müssen wir auch Entscheidungen treffen, wer von diesen Spielern für uns im nächsten Jahr die beste Perspektive hat. Da sind wir schon beim Personal angelangt. Das wurden hier in den Tagen in Lamanga ja auch viele Gespräche geführt mit den Spielern, zusammen mit Markus Thiele, mit Hermann Olszewski und mit Jörg Mangert und natürlich auch mit dir. Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick geben? Wird es im Sommer zu einem größeren Umbruch möglicherweise kommen oder siehst du die Sache nicht ganz so? Ja, ich denke, wir sind in der Situation, dass wir im Sommer erstmal, und das ist ja Dinge, an die wir uns halten müssen, wirtschaftlich nicht besser aufgestellt sind, sondern wir werden rundweg mit dem Etat auskommen müssen, den wir dieses Jahr haben. Das heißt, der Kader kann nicht größer werden, aber wir müssen trotzdem versuchen, mehr Qualität noch in den Kader reinzubekommen. Das heißt, die Spieler, die sowieso schon unter Vertrag sind, die werden mit Sicherheit bleiben. Aber wir werden eben auch 5, 6 neue Akteure dazu bekommen müssen, die auch Impulse geben, die vielleicht auch den Kader nach hinten raus stärker machen, dass wir einen größeren Konkurrenzkampf in die Mannschaft bekommen, als es das dieses Jahr der Fall ist. Und dann sind wir auch schon ein bisschen beim ersten Spiel, das da auf uns wartet, Osnabrück. Wenn wir uns ans Hinspiel zurückerinnern, das war eine enge Kiste, eine heiße Kiste und Osnabrück ist traditionell sowieso immer sehr, sehr schwierig zu spielen. Das weißt du aus deiner eigenen Erfahrung. Ja, Osnabrück ist erstmal Fans, gute Stimmung, da geht es richtig zur Sache. Ich habe noch kein Spiel gesehen, wo in Osnabrück kein Druck im Kessel ist. Ja, da ist die 100 Bar werden da immer erreicht. Und insofern wissen wir da, und das ist auch gut, dass wir da in dem Kessel spielen. Und da wollen wir auch bestehen. Da können wir schon das erste Mal zeigen, ja, wie wir hier aus dem Trainingslager rausgekommen sind. Und ich habe da auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich nach Osnabrück fahre, weil zum einen macht es Spaß und ja, es ist immer interessant, wenn man in so einem Kessel spielt, sich auch gut zu verkaufen, teuer zu verkaufen. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir das auch machen werden. Dann schauen wir noch auf die Sorgenkinder in Anführungsstrichen. Robert Müller und Olli Schnitzler konnten die Reise nicht mit hier nach Lamanga antreten, verletzungsbedingt. Dennis Cesar ist dann leider krank geworden. Wie siehst du die Aussichten? Bis wann wirst du auf die drei wieder zurückgreifen können? Ja, ich denke, dass der Dennis ja sehr unmöglich. Dennis hat seine OP hinter sich, hat dann eine Woche trainiert, hat dann eine schwere Erkältung gekriegt, konnte hier mehr oder weniger gar nicht trainieren. Das muss man sehen, das ist für uns ein echter Rückschlag, weil wir hinten links natürlich schon mehr Offensivpower haben wollten. Ob es dann in der Woche reicht, das wird sicherlich dazu reichen, dass er in den Kader reinkommt, aber dass er spielen kann, wird also sehr unwahrscheinlich sein. Und bei Robert Müller sieht es also so aus, dass man klar sagen muss, er wird noch 3 bis 4 Wochen ausfahren. Er hat eine schwere Muskelverletzung, die schon fast im chronischen Bereich gelandet ist, die er da verschleppt hat. Und er ist in Reha, arbeitet, denke ich, 5 Stunden, aber es dauert Zeit. Wenn er früher zurückkommen würde, würde uns das natürlich alle sehr freuen. Platz 13 steht aktuell zu Buche zur Winterpause. Wie wichtig ist ein guter Start für das große Ziel Klassenerhalt? Ich denke, dass man diese Ziele wirklich dann auch langfristig aussprechen sollte. Das heißt, unser Ziel sind die 45 Punkte, ja, und schnellstmöglich zu erreichen. Das ist die Systematik aller Mittelfeldmannschaften in dieser Liga. Ich glaube, das fängt bei Platz 7, 8 an. Ja, da kann jeder noch in die Gefahr rutschen, da unten reinzukommen. Und das wollen wir natürlich versuchen zu vermeiden und einen ähnlich guten Start hinlegen, wie wir das in der Hinrunde gemacht haben. Aber ich sehe alles. Ich sehe diese 27 Punkte, die wir da erreicht haben. Und wenn wir in der Rückrunde in ähnlicher Weise das erreichen würden, dann wären wir sicher in der Liga. Und dann werden wir sicherlich alle zufrieden. Am besten ist aber natürlich so früh wie möglich, das hinzubekommen. Und alles, was danach kommt, das nimmt man natürlich gerne mit. Aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema Klassenerhalt befassen. Das, was wir alle intern eigentlich von Anfang an gemacht haben, auch wenn es zwischendurch mal schön war, oben an der großen Wurst zu schnuppern. Ja, das war sehr schön. Trotzdem sollten wir uns jetzt, und das sage ich auch ohne Aber, trotzdem müssen wir uns auf diese Situation Klassenerhalt voll und ganz konzentrieren.
Und auf diesem Weg sind natürlich auch die VfR-Anhänger gefragt. Also, geht in die Kartenshops, sichert euch eure Tickets für das erste Heimspiel, ja auch gleich ein echter Kracher gegen die Stuttgarter Kickers, Baden-Württemberg-Duell. Da lohnt es sich wirklich mit dabei zu sein. Am 30.01. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, natürlich auch über unsere Ticket-Hotline und das Online-Ticket-Portal. Das war's hier aus La Manga, das war das letzte Videotagebuch hier aus Spanien. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir konnten euch, denke ich, auch den ein oder anderen exklusiven Einblick bieten, was unsere Jungs hier so alles angestellt haben, hart gearbeitet, aber natürlich muss im Trainingslager auch ein bisschen Spaß mit dabei sein und ich glaube, der ist auch nicht zu kurz gekommen. Dankeschön, Peter, für dieses Statement und wir freuen uns dann, euch alle wiederzusehen, gesund und munter in Osnabrück und spätestens dann am 30. gegen die Stuttgarter Kickers. Bis dahin, Servus. Servus. Tag 6, Tagebuch. Ein bisschen auf 50, auf 10 oder 15 Kilometer. Aber wir werden schon hinkriegen. Wer ist denn der beste Schwimmer bei euch? Ich. Ich kann auch tauchen. Ich bin ja, Michael Phelps, der griechische Michael Phelps. Zeig's uns. Krasse Schwung! Zu anstrengend. Und wenn die andere pinnet, dann schießt er mir ein Tor. Bei uns im Buben, die sind immer frisch. Ja, der VfR, das ist mein Verein. Wir spielen schwarz und weiß, wir sind immer warm. Sören Freund, meine Damen und Herren. Mit Telemann. Dreimal die 19-0 war das.